2.21. Dear Player, lieber Spieler, du bist dabei, eine Pre-Alpha-Version von unserem Spiel auszuprobieren. Denk dran, dass alles, was du siehst, hörst und mit dem du interagierst, sich ändern könnte, bevor dieses Spiel endgültig erscheinen wird. Am Ende dieses Testes wirst du ein Feedback-Formular finden. Wir möchten dich dazu ermutigen, dass du das auch benutzt und uns damit hilfst, das Spiel zu verbessern. Wir freuen uns schon darauf, deine Kommentare zu lesen. Danke, dein 2.21-Team. Start playing. So, ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video nach langer, langer Pause hier auf meinem Kanal. Und wir schauen uns jetzt die Demo an von einem neuen Little Big Adventure, nämlich Little Big Adventure Remastered. Ich will vorab gar nicht so viel sagen, nur so viel. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich darf seit heute auf diese Demo zugreifen und dachte, bevor ich es jetzt für mich alleine ausprobiere, gucken wir es uns doch mal gemeinsam an. Also, ich bin gespannt. Meine Erwartungen sind, ich bin ganz ehrlich, ein bisschen durchwachsen. Aber ja, wir gucken mal. Start playing mit der Enter-Taste. Ah. Ja, dieser Spieletest sollte am besten mit einem Controller gespielt werden, den ich jetzt gerade gar nicht habe. Was mache ich denn jetzt? Controls. Ich gucke doch erstmal hier an die Controls. Wir probieren es einfach mal mit Maus und Tastatur. Also Melee Attack, Rechtsklick, Zielen, Linksklick. Mit Q hole ich mir den magischen Ball zurück. Ja, ja, ja. Interagieren. Adventure Lock. Roll Jump. Autopack. Ja gut, okay. Options can only be edited in-game. Nee. Okay, ja, keine Ahnung. Wie auch immer. Die Musik holt mich schon mal ab, aber das ist auch nicht schwer, denn die Musik ist die aus dem Originalspiel. Und ja, ich bin gespannt. Wir legen einfach mal los. Das Ziel für diesen Playtest: finde und klaue Captain LeBorns Schatz. Und dann verlasse die Insel mit dem Katamaran. Ah ja. Kleiner Tipp, wenn du keine Ahnung mehr hast, rede einfach mit Leuten. Und jetzt dürfen wir auf Proxima Island. Okay. Dürfen wir jetzt betreten. Aha. Ah, okay. Aim, klicken zum Zielen, Feuer, loslassen zum... Und Q mit Q hole ich mir den magischen Ball zurück. Okay, wir probieren das direkt mal aus. Ah. Okay, das erinnert ein bisschen an die Dot-Emo-Version von dem Spiel. Wer die kennt, habe ich auch ein Video zu gemacht, habe ich angespielt. Da war das so ähnlich. Okay. Habe ich den jetzt... Ach so. Ah, okay, mit Q kann ich den ein bisschen schneller zurückholen. So, und mit WASD... Game over. Ja, geht ja richtig gut los. Restart. Okay, ist wahrscheinlich mit Controller tatsächlich cooler. Kriege ich jetzt noch schnell einen Controller angeschlossen? Ja, passt auf. Ich unterbreche an der Stelle hier einmal kurz und wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Moment. Da sind wir wieder zurück. Diesmal mit Controller. Der war natürlich auch nicht aufgeladen. Naja, also jetzt ungefähr 20 Minuten später versuchen wir es einfach nochmal. Also, und nochmal die Controls. Also, rechter Trigger zum Zielen, loslassen zum Feuern und mit dem linken Trigger kann ich den Ball also zurückfallen lassen. Okay. Ja, gut, funktioniert. So, also schauen wir doch uns erstmal hier um. Ich sehe schon, hier fliegen ein paar Vögelchen durch die Gegend. Man sieht die Schatten da hinten. Ja, was ist mein erster optischer Eindruck? Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was hat er denn? Ach, das ist seine Nase da unten. Ich dachte, was hat denn der für einen komischen Mund? Aber das ist seine Nase, ne? Hehe. Er läuft auch recht interessant, die Tunika. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht so richtig. Ja, es sieht ein bisschen moderner aus. Ah, ja, ja. Es kommt nicht so richtig
das alte Feeling rüber. Jedenfalls noch nicht zu Anfang. Wir gucken mal. So, Loot. Hey, ein Herz. Aber wir sind voll. Okay, das sieht ganz witzig aus. Hier kann ich nicht looten. Kann ich mir das hier angucken? Gut. Ja, wir schauen einfach mal rein. Und gucken mal, wie es uns so gefällt. Hier dürfen wir scheinbar noch nicht wieder lang. Hallo, Zed. Guten Tag. Halt. Funfrock-Soldaten haben mich gebeten, hier alles zu blockieren. Niemand darf dieses Gebiet betreten. Warum nicht? Ja, da hat es gerade eine Explosion gegeben. Na gut. Okay. Willkommen zu in Proxim City auf der Insel Proxima. Wir gucken uns hier natürlich erstmal, bevor wir Richtung... Ja, ich bin voll. Sehe ich denn irgendwo eigentlich meine Gesundheitsanzeige? Nee. Guck mal, hier kann ich so Rollen machen. Das ist ja auch ganz cool. Hui! Kann ich springen? Ah, hier kann ich... Ah, okay. Hier kann ich kämpfen. Na gut. Komme ich hier rein? Ja! Hohoho! Neuer Charaktereintrag. Willkommen, lieber Kunde. Und danke, dass du mich beehrst in meinem bescheidenen Geschäft mit deiner Anwesenheit. Komm doch gerne zu den Objekten, die du haben möchtest, und nimm sie dir. Wie auch immer, wir haben manche Versorgungsengpässe momentan, weil Zed die Straße blockiert. Na gut, das heißt, hier darf ich noch nichts haben. 50 Kasches für den Haartrockner. Ich habe aber nur 30 Kasches. Okay, das darf ich wohl nicht haben. Oh, Museumticket für 8 Kasches. Ja, das kaufe ich natürlich. Ach guck, ja, ja, Twinsen findet was mit der netten Animation. Wir haben gerade ein Museumsticket gekauft. Sehr schön. Hier, ich darf auch keine Sachen hier sonst kaufen. Ja. Okay, wenn ich mich also irgendwas näher, dann sehe ich auch meine Lebensanzeige. Kann man das... Man kann das aber nicht irgendwie einblenden lassen, ne? Kann ich den... Ja, ich kann hier ein bisschen Blödsinn machen. Kann ich den hauen? Nee. Okay. Also dieser Hasi sieht auch interessant aus. Den Deko, den fand ich eigentlich ganz cool. Ich gucke ihn mir auch nochmal näher an. Den finde ich eigentlich ganz niedlich. Und er hier da oben. Stephanie, ach sie hier, ja gut. Ja. Ich glaube, ich könnte mich dran gewöhnen, an den Grafikstil. So, was sagt denn hier Stephanie? Hallo. Hallo. Ich bin so besorgt. Das Haus von meinem Freund Froissant, der wurde soeben gefangen genommen bei Funfrock-Soldaten. Das Haus wurde seized, heißt doch festgenommen, oder? Oder beschlagnahmt? Froissant? Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe seinen Bruder getroffen. Ja, man sagt, er war in den Handel von Zugangskarten verwickelt. Das ist die Sorte von Verbrechen, die dich in Funfrocks Gefängnis bringen wird. Ja, ja, so viel ist sicher. Mhm. Könntest du bitte nachschauen, ob es ihm gut geht? Klaro, machen wir das. Was steht denn hier? Fluchtalarm! Ein Quetsch namens Twinsen ist von der Zitadelle geflohen. Wenn du ihn siehst, dann melde es sofort den nächsten Soldaten. Okay. Nicht erreichbar während des Playtests. Okay. Schauen wir mal. Loot. Ja. Nur Herzen. Kann man hier vielleicht keine Kasches gewinnen? Darf man noch keinen Haartrockner kaufen? Guck mal, da der schlafende Soldat. Sehr schön. Ich gucke mich erstmal hier weiter um. Wir kommen bestimmt hier gleich rein, aber wir wissen ja auch, es funktioniert ja hierüber. Also das Spiel ist, denke ich, bekannt, ne? Was steht denn hier noch drauf? Maritimmuseum. Die Kosten für Kinder 3 Kasches, für Erwachsene 5 Kasches. Was ist hier? Nichts. Hä? Was hab ich denn? Achso. Oh, Kasches! Man kann doch welche sammeln. Na, vielleicht kriegen wir dann doch 50 zusammen für den Haartrockner, für den Föhn. Hier sind noch ganz viele Bilder von uns. Was ist hier noch? Kasches. Geld, 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 Geld. Ja, dann gehen wir doch noch ein bisschen looten hier. Guck mal. Was haben wir denn hier noch? Herzen, Herzen, Herzen. Wer braucht schon Herzen? Boink, boink, boink. Also das finde ich ganz witzig gemacht hier, wie die Herzen durch die Gegend springen. Das gefällt mir.
und Kasches. Und noch mehr Herzen, braucht kein Schwein. Okay, hier komme ich gerade nicht nach unten hoch. Nein. Aua. Okay, okay, okay. Ah ja. Alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin dann doch die klassische Steuerung gewohnt, aber gut. So, hier, du Kollege. Aua. Hau mich nicht. Ich hau dich. So, zack. Was steht hier? Der Wachposten, der hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Bitte nicht stören. Ach, hier darf ich auch nicht rein während des Playtests. Okay. Kann ich vielleicht doch nicht nach dem Gefangenen gucken? Wir sehen mal. Eine Statue von Funfrock auf einem Sockel. Danke an Dr. Funfrock. Wir genießen ein Leben voller Frieden und Sicherheit. Lang lebe Dr. Funfrock. Mhm. Mhm, mhm. Jetzt können wir hier... Hallo? Hallo? Oh Mann, jetzt wo ich ein Herz gebrauchen könnte, komme ich nicht dran. Na super. Okay, hier ist noch dicht. Hier wäre ja das... Ich weiß gar nicht, das Auto oder das Motorrad. Eins von beiden wäre da gewesen. Aha. Steven, hallo Steven. Guten Tag. Oh nein, mein Hut ist weggeflogen. Hey, kannst du mir helfen? Na klar, ich hole ihn dir. Danke. Es flog über den Ozean Richtung Osten. Es sollte nicht weit... Achso, es sollte nicht weit weg sein. Ja. Also das Bild, in dem wir gerade stehen bleiben, sieht ja auch sehr besonders schön aus. Okay. Ah, der magische Ball kann auch Objekte einsammeln. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ja, close. So. Das kriegen wir hin. Da ist der Hut. Yes. Du hast Stevens Hut gefunden. Bitteschön, Steven. Guck mal, was ich gefunden habe. Oh, danke vielmals. Ah, das, ihn zu verlieren, das hätte mich wirklich sehr traurig gemacht. Ich kriege sehr schnell Sonnenbrand. Kein Problem, mein Vergnügen. Wie kann ich dir dafür jemals danken? Ah, ich weiß. Hier, eine Sammlermünze von der Ausgabe Nummer 221 vom Funfrock News Magazine. Aha. Eine Sammelmünze. Gibt es Sammelobjekte in diesem Spiel? Ich bin gespannt. Wen haben wir hier? Hallo Sepp. Ah, dein Gesicht sieht etwas bekannt aus. Hm, woher kenne ich dich? Ach, wirklich? Das ist merkwürdig. Ja, gut, der Herr wird mich aus meinen wunderschönen Bildern von meinen wunderschönen Bildern kennen, die hier überall aushängen. Ich würde gern hüpfen. Warum kann ich nicht hüpfen? So, gut. Ich glaube, sonst können wir hier erstmal nichts weiter machen. Außer hier, ach guck mal. Herzen kann ich doch noch nachträglich an. Die bleiben also liegen, das ist gut zu wissen. Im Original sind die ja dann irgendwann despawned. Okay. Ja gut, was steht hier? Entdecke die fantastische Geschichte von Proxima Island. So, aha. Alarm, Alarm, es ist der Ausbrecher. Na warte, komm her. Alarm, der Ausbrecher, der Ausbrecher. Ein super Deko. Game over. Okay. Das ist nicht die Lösung. Huch. Jetzt kommen wir hier wieder hin. So, habe ich denn noch das Ticket eigentlich? Ach, ich kann wieder neu looten. Yay, dann schnell neu looten. Vielleicht komme ich ja doch an die 50 Goldstücke. Sag ich schon Goldstücke. Kasches meine ich natürlich. 50 Kasches. So, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Aber wenn es immer nur einzelne zu finden gibt, dann könnte das eine Weile dauern. Naja, 15 Stück noch. Wir gucken mal. So, kann ich hier die rote Karte einsetzen? Die habe ich nicht. Aha. Die habe ich nicht. Okay. Dann ist die Frage, wie komme ich denn dann zum Gefängnis? Was hat mir hier Stefanie nochmal erzählt? Hallo. Hallo, ich bin immer noch so besorgt. Ja, ja, das Haus wurde... La, 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 la. Aha, aha. Kannst du gucken, ob es ihm gut geht. Ja. Aber ich komme ja nicht in hier rein in den Knast. Oder kann ich doch mit meinem Katamaran irgendwo hinfahren? Ich schätze mal, nein. Nö,
Game over. Ja, super. Dankeschön. Danke für nichts. Ja, okay. Okay. Ach, es gibt hier so nichts. Nee, gibt doch kein Ziel. Hilfe. Er zeigt dir an, wenn du triffst. Also es leuchtet dann so lila auf. Aber Zielhilfe in dem Sinne gibt es nicht. Okay. Okay. Zack. Da darf ich nicht rein. Komme ich denn doch vielleicht? Nee. Ach, hier geht's noch weiter. Wo kommen wir denn hier hin? Aha. Einen Strand gab es hier nicht im Originalspiel, soweit ich weiß. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch, bitte? Gar nicht. Hä? Kann ich irgendwann... Ach, was habe ich... Ah, okay. Nicht vergessen. Boris. Aha. Nicht vergessen. To block the access... Ah, okay. Vielleicht kann ich... Ah, okay. Mit Z können wir vielleicht was machen. Ach, vielleicht kann ich Z die Münze geben? Aber ich fürchte, ich komme hier erstmal gar nicht wieder weg, ne? Warum kann ich denn nicht springen? Huch. Ah ja, Controls. So, Protopack. Ah. Jump. Ach doch, da Jump. Hä? Habe ich das nicht ausprobiert? Keep playing. Ah, okay. Hä? Habe ich nicht ausprobiert? Ja, scheinbar nicht. Kann ich auch den langen Sprung? Ja, kann ich auch. So. Ich muss sagen, an die Grafik gewöhne ich mich. Das ging jetzt schneller als gedacht. Die Screenshots haben mich ehrlich gesagt nicht so richtig angesprochen, aber gut. Sprechen wir nochmal mit Zed. Ist das... Nein! Hast du etwa da die Münze mit der Nummer 221 aus dem Funfrock News Magazine? Hm? Her damit! Bitte! Hui! Und weg ist er. Okay. Nett. Achtung! Hier wird gebaut. Beatrice. Ach, guck an. Beatrice kennen wir aus der Hauptinsel noch, wisst ihr noch? Und Stefanie, glaube ich, auch, ne? Das sind alles bekannte Charaktere. Guten Tag. Hi. Ich frage mich, wann was Badino da wieder herumtüftelt. Wenn du mich fragst, dieser Deko ist wirklich merkwürdig. Ja, das Haus kannst du gar nicht verfehlen. Das ist, er hat gerade erst eine neue Wand hier durchgesprengt. Okay. Zack. Aber wir gucken uns hier natürlich erstmal um. Wen haben wir hier? Ach, da ist jetzt mit der Münze. Mein Schatz. Funfrock. Oh, und wie er aussieht. So herrlich und erhaben. Okay, da gehen wir gleich rein. Ich gehe erst hier außenrum mal. Und was sind das für viele Vögel? Hände weg, ihr darf. Ah. Echt? Ach, schön. Ach, der Originalsound. Ach, das mag ich. So. Hier müssen wir bestimmt... Kommt hier noch? Ja, da kommt der Deko. Komm her. Nahkampf ist ein bisschen einfacher. Du hast den Schlüssel gefunden zu diesem Haus. Alles klar. Hallo, Foussin. Hallo. Warte eine Minute, wie bist du hier reingekommen? Und wer bist du überhaupt? Mein Name ist Twinsen. Ich habe deinen Bruder getroffen. Er ist im Knast, aber ihm geht's im Moment ganz gut. Er sagte, dass ich dir Amos sagen soll. Mein Bruder? Oh, danke, dass du mich das hast wissen lassen. Ja, jetzt weiß ich, dass du auch das Passwort kennst. In diesem Fall darf ich dir diese rote Karte anbieten. Aber denke daran, dass nur das Museumspersonal das haben darf. Jetzt haben wir die rote Magnetkarte. Okay. Na gut. So, sonst ist hier erstmal nichts von Interesse. Okay.
Ja, wir brauchen natürlich auf jeden Fall den Föhn für Baldino, ne? Ich hätte gedacht, hier kommen wir jetzt gar nicht hin und das. Wir haben schon das Protopack, haben wir aber gar nicht. Das werden wir uns erst besorgen müssen. Hallo Baldino. Jerome Baldino. Hallo. Ich bin sehr beschäftigt. Ich arbeite seit Tagen an diesem Protopack. Proto was? Protopack. Das ist ein kleiner Motor, den du dir auf deinen Rücken schnallen kannst und der erlaubt es dir dann zu fliegen. Das Problem ist, dass mein letzter Test ein kleines Desaster war. Mir fehlt ein Bauteil und das kann man leider nur in einem Föhn finden. Aber sag mal, würdest du mir vielleicht helfen, einen zu finden? Ja, sicher. Wenn du mir vielleicht ein bisschen Kleingeld mitgibst. Ja, ist ja gut. Ach, cool. Das scheint doch schon zu funktionieren, ist doch supi. Na gut, dann müssen wir jetzt also auf Loot-Sammlung gehen. Wie viel haben wir denn schon? 48, ach so. Ja, die letzten zwei finden wir natürlich auch noch. Zwei Kasches für den Föhn, gar kein Problem. Da ist schon mal einer. Und der nächste, wunderbar, da haben wir es tatsächlich schon. Gut. Hallo, ich hätte gern hier diesen Föhn. Jawohl, vielen Dank und auf Wiedersehen. Tja, ja. Es hat noch so ein bisschen, wenn er hier so läuft, so ein paar Grafikglitches, ne? Also irgendwie die Schulter kommt da noch so durch die Tunika. Und die Tunika, ich weiß auch nicht, dieser Zweiteiler mit diesem, ja, was ist das, so eine Art Cape? Na, da bin ich, also bei Twinsen selber bin ich tatsächlich noch unentschlossen. Da finde ich auch mit der Nase, sein Gesicht, Augenbrauen irgendwie. Ah, was ist das hier, eine fliegende Münze? Das sollte nicht so sein, oder? Die sollte doch bestimmt auf dem Boden liegen. Fliegen die auch? Nein. Herzchen. Okay, die Münze, die liegt scheinbar hier drauf, wenn ich das vom Leveldesign richtig interpretiere. Egal, Baldino. Hier ist dein Föhn. Großartig. Ich bin in einer Minute bei dir. Lass mich nur gerade den Rheostat einsetzen. So. Und jetzt hauen wir da noch ein bisschen drauf, ein bisschen fummeln und jetzt hier mit dem Rüssel nochmal. Zack. Es funktioniert. Ah, danke, 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 danke. Wie kann ich das jemals bezahlen und da wieder gut machen? Naja, um genau zu sein, suche ich nach Informationen für den Piraten Le Bon, oder wie ich ihn gerne nenne, Einauge. Ja, du wirst was im Museum finden. Ich habe gehört, dass da ein Schatz ist, der ihm gehört hat vor langer, langer Zeit und so. Aber du kommst wahrscheinlich nicht rein, es sei denn, mein Protopack könnte sehr hilfreich sein, wenn du in das Museum gehst. Würdest du das für mich ausprobieren? Ich werde dich auch gut dafür bezahlen. Klaro. Zack. Jetzt haben wir einen Protopack. Und wir haben gerade 10 Kasches bekommen. Er zeigt nicht an, wenn ich mehrere Sachen finde, dass es mehrere sind. Ne? Das fehlt, glaube ich, noch. So. Also, so funktioniert das dann mit dem Protopack. Man kann auch mit Protopack den Ball werfen, aber dann landet man. Okay. Kleiner Tipp, wenn du aufhörst, dich zu bewegen, wird dein Protopack aufhören zu arbeiten und deine Füße berühren dann den Boden. Ja, alles klar. So kann ich den... Ja. Ja. Funktioniert noch genauso wie damals. Wunderbar. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Huch, nee, nicht hier lang. Oder warte, doch hier lang? Wo kommen wir denn hier lang? Aha, aha. Kann ich hier hochspringen? Nee. Na gut, dann doch wieder außenrum. Ja, nett. Halt, falsch. Hier will ich gar nicht lang. Ich wollte ja jetzt ins Museum. Aber vorher looten wir hier nochmal und finden noch ein Kasches. Brauchen wir jetzt zwar nicht mehr, aber hey, was soll's. Okay. Moment. Guck mal da, die Tür. Die verschwindet dann, die geht dann noch da raus. Das sollte wahrscheinlich auch nicht so sein. Ja. Aber es ist ja noch eine frühe Alpha. Da darf man sich so etwas vielleicht noch erlauben. So, hier noch ein paar Kasches. Oh, wen haben wir denn da? Maximus.
Hallo, kennst du dich hier im Museum aus? Absolut. Ich bin hier für die Sicherheit verantwortlich. Guck dir diesen Knopf an. Ich habe ihn gerade erst zu dem Alarmsystem verbunden. Wenn jemand da drauf drückt, dann wird das Gebäude sofort evakuiert. Ich habe außerdem ein paar Sensoren in den Holzboden eingebaut, die jeden Eindringling sofort entdeckt. Du müsstest schon fliegen können, um diese Sicherheitsmaßnahme zu umgehen. Trigger Alarm. Später. Ich gucke mich erst natürlich um. Ach, ich hatte jetzt... Okay, sehr gut. Hatte kurz Sorge, dass die Tür nicht aufgeht. Was haben wir hier? Piratenflagge. Ein Piratenemblem, das dem berühmten Captain Einauge gehörte. Okay, jetzt können wir uns hier ein wenig umsehen. Das ist nett. Den Knopf... Ja, hier sind noch Grafikfehler. Das sollte so nicht sein, aber was soll's. Also diese Klone, ich weiß auch nicht, die sahen im Original natürlich auch extrem merkwürdig aus. Ist nicht besser geworden im Remake. Beyond Mermaid. Ein ganz tolles Exemplar, das die Absurdität von älteren Aberglauben zeigt. Diese Statue wurde in der Mitte der Wüste gefunden. Na, guckt aber recht freundlich. Ein Eichenfass. Fässer wie diese wurden benutzt, um die täglichen Rumrationen an die Segler zu beherbergen. Ein kleines Schilfboot oder Kuffer. Ein primitives Boot, das aus geflochtenen Dingern gemacht ist. Weeds? Sag mal schnell. Ihr wisst schon. Wisst ihr schon selber. Was, warum hängt... Ach, das hängt hier an der... Wie weit gehen denn hier? Okay. Oh, ja. Die schöne Kunst gucken wir uns auch gleich an. Ein Rettungsboot. Bitte nicht anstechen, anzünden oder es irgendwie in Kontakt mit einem gefährlichen Gegenstand bringen. Na gut, dann eben nicht. Außer mit unserem Eifler. Okay, kann man nichts mehr tun. Was haben wir hier? Oh, ach cool. Erstellt von Neto Robato 2023. Ach ja, cool. Das hier sind, glaube ich, Fanarts. Also da gab es auf der Steam-Seite, glaube ich, die Aufforderung, wenn ihr irgendwelche Fanarts habt, dann schickt uns das. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Form. Und dann bauen wir es ins Spiel ein. Finde ich sehr, sehr cool. Hier, von Lütstra, auch 2023. Das sieht wirklich cool aus. Schön. Gefällt mir. Da dürfen die Fans ein bisschen mitmachen. Sollte ich auch sowas machen? Nee, ich bin nicht begabt genug. Wen haben wir hier? Julia. Es ist verrückt, sich auszumalen, dass hier Piraten auf Twinsun mal waren, damals vor langer, langer Zeit. Ein Loan Shark, ja, ja, okay, ein Finanzhai. Diese Spezies von Haien gehört zu der Familie der Filmproduzenten, okay? Der hintere Propeller von der Funfrock 2. Er ging verloren, als das Schiff von der Hauptinsel aufbrach. Das Boot ist 3 Tage später dann leer gelaufen, da war dann das Benzin alle und irgendwann hat es dann auch aufgehört, sich im Kreis zu drehen. Ach, auch cool. Bugli. Schön gemacht. Joe Jonathan. Das gefällt mir sehr, das muss ich zugeben. Und Fedez. Das gefällt mir sehr. So. Captain Einauges Schatz. Diese Truhe enthält die Früchte von einem ganzen Leben der Unehrlichkeit. Es wurde erbeutet vom IRS, was auch immer das ist. Der einzige wirkliche Feind von diesem fürchterlichen Piraten. Okay, hier kann ich ein bisschen abkürzen. Das ist nett. So, dann wollen wir doch mal. Und tschüss. Sind jetzt schon alle weg? Das war ja einfach.
Oh. Wie werde ich dich los? Muss ich hier dann warten, bis dann... Wahrscheinlich muss ich warten und mich langschleichen, ne? Ja, okay. Das geht. Okay, wir haben nicht mehr diese Schwebeeinheiten scheinbar. Aber das scheint ähnlich zu funktionieren. So, ich meine, ich wage mich einfach mal direkt hier dran vorbei. Es gibt auch noch keine Glückskleeblätter. Oh je. Ich fliege hier mal im Kreis. Ich darf ja nicht stehen bleiben. Ich versuche mich hinter ihm herzuschleichen. Hoffentlich drehst du. Okay. Dreh dich bitte nicht um. Lass mich einfach vorbei. Dankeschön. Sehr nett von dir. Okay, klappt. Du hast den Schlüssel gefunden, den dein Vorfahr Hegesippe verloren hat. Okay, dann nehmen wir jetzt hier mal die Abkürzung in der Hoffnung, dass das auch funktioniert. Ja. Okay. Ja, ich glaube, damit haben wir es, ne? Jetzt ist nur die Frage, komme ich irgendwie wieder aufs Boot? Ich hoffe. Also die Anzahl der Vögel irritiert mich ein bisschen. Das könnten, glaube ich, noch so 2, 3 weniger sein. Aber die Idee, dass hier mehr passiert und sich mehr bewegt, auch diese Wolken oder Schatten der Wolken, das ist eigentlich ganz nett. Aber ein paar viele Federn. So, dann verlassen wir mal Insel Proxima und damit auch, glaube ich, diese Demo. Twinsen fährt nun nach Hause um weitere Abenteuer, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht zu Ende gelesen. Ja, danke, dass du diese Demo gespielt hast. Hilf uns bitte, diese Demo zu verbessern, indem du das Feedback-Formular ausfüllst und es auf die Wishlist, auf den Wunschzettel von Steam packst. Ja, das kann ich euch auch nur empfehlen. Das ist übrigens auch der Weg, wenn ihr selber diese Demo spielen wollt. Auf der Steam-Seite, auf der Shop-Seite könnt ihr anklicken, dass ihr gerne auch dran teilnehmen wollt. Ich weiß gar nicht, ich wurde jetzt heute freigeschaltet, um da mitzumachen. Da gibt es so eine Warteliste und nach rutschen da dann immer mehr Leute dazu. Ich weiß nicht, ob jetzt alle schon teilnehmen können oder nicht. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Stelle ich da war. Aber ich denke so als ersten Eindruck, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade wie Twinsen aussah. Aber gut, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel soll 2024 rauskommen. Also die haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin mir sicher, ich werde das auf jeden Fall spielen. Das heißt, dann auch ein Let's Play dazu machen. Vom zweiten Teil ist auch schon ein Remake in der Mache. Also das ist, glaube ich, wird zeitgleich entwickelt. Keine Ahnung, ob es auch gemeinsam rauskommen soll. Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Könnt ihr ja selber auch nochmal nachschauen. Jetzt bin ich mal gespannt zu lesen in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Ich fand es jetzt ganz nett. Ganz nett. Ja. Also er findet jetzt das Spiel nicht neu, macht halt eine neuere, etwas modernere Grafik in diesem Comic-Look. Ja. Ja. Ich muss jetzt gerade an Return to Monkey Island denken. Es ist halt ein ganz anderer, neuer Stil. Gut, so ganz anders nicht. Es ist schon noch irgendwie diese Comic-Grafik, die es im Original auch hatte. Aber da werde ich mich auch erst dran gewöhnen müssen. Aber bei Return to Monkey Island habe ich mich auch sehr schnell dran gewöhnt und fand es dann richtig gut. Ich hoffe mal, dass das hier auch so ist. Ich finde ein bisschen schade, dass sie das jetzt so machen, weil ich befürchte fast, dass wenn das rauskommt, wird es dann doch kein Reboot geben. Das ist jetzt nur so eine pessimistische Einschätzung von mir. Vielleicht habt ihr es ja auch gar nicht verfolgt. Also dieses 2.21, das Entwicklerstudio, das sind die alten Leute von Adeline Software, die halt das Spiel damals erstellt haben. Und die haben eigentlich ein Reboot vor, also ein ganz neues Spiel,
die Geschichte von Twinsen und Twinsun und seinem Kampf gegen Dr. Funfrock nochmal komplett neu erzählen, auf einer anderen Art und Weise. Und jetzt machen sie quasi vorher, bringen sie dieses Remaster raus. Ja, und da frage ich mich dann schon, warum jetzt doch dieser Zwischenschritt, war eigentlich anders geplant. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt floppen sollte, dass es das dann vielleicht auch leider schon war. Ist ein bisschen pessimistisch. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ja, wer meinen Kanal länger verfolgt oder auch die LBAs gesehen hat, weiß, die Spiele liegen mir schon sehr am Herzen. Und ich glaube, da will ich einfach nur meine eigene Erwartung ein wenig drosseln, um nicht bitter enttäuscht zu werden. Na gut, aber wie gesagt, jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Ich verabschiede mich erstmal wieder und ja, ein neues Let's Play ist jetzt erstmal tatsächlich weiterhin nicht in Sicht. Vielleicht überkommt es mich irgendwann doch. Ihr könnt weiterhin mir gerne Vorschläge zukommen lassen. Vielleicht ist ja was dabei, wo ich doch denke, oh ja, das mache ich jetzt dann doch mal zeitnah. Aber wie ihr seht, ich habe den Kanal nicht vergessen. Es wird irgendwann wieder weitergehen, je nach Lust und Laune. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in dieser Durststrecke hier weiter die Treue haltet. Und ja, beim nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Macht es gut.